Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo. Keine Chartanalyse. In einem von den letzten Videos gab es einen Kommentar, wo ein Zuschauer erstaunt war, weil er soweit von mir keine Chartanalyse noch nicht gesehen hat. Also er hat kein Video gefunden, wo ich eine Chartanalyse zeige, kommentiere und so weiter. Und ja, es stimmt. Es stimmt, weil ich keine Chartanalyse nutze für mein Trading. Warum nicht? Also, Chartanalyse hat mit technischer Analysis zu tun. Und ich glaube, dass die so bekannte technische Analyse, wie wir die denken, also Widerstand, Trendlinien, Indikatoren, Oszillatoren und so weiter und Figuren und so, die funktioniert nicht. Meine Erfahrung sagt mir, dass diese Sache nur in Ausbildungen funktionieren. Ausbildungen, wo man etwas zeigen will, aber wo man nicht unbedingt will, dass der Student etwas lernen kann. Es gibt auch ehrliche Traders, die Chartanalysen nutzen und zeigen und erklären. Und die sind auch erfolgreich nach dieser Chartanalyse. Also das bedeutet nicht, dass alle Betrüger sind. Aber letztendlich sind diese Händler so gut und so gut verbunden mit den Märkten, sodass sie genau auf den Chart lesen, was sie brauchen, aber sie kriegen nicht die Info von der Chartanalyse selbst. In jedem Fall, ich werde nächste Woche Ihnen eine Chartanalyse über technische Analyse einige Tipps zeigen und Sie werden erstaunt sein, weil ich werde etwas zeigen, was zu denken gibt. Und bleiben Sie dran, also abonnieren Sie meinen Kanal, sodass Sie sofort wissen, wenn die neue Ausgabe kommt. Dann fragt also einer, okay, keine Chartanalyse, habe ich verstanden. Also handelst du aus dem Bauch? Nein, ich bin kein diskretionärer Händler, das habe ich mehrmals gesagt. Alles ist bei mir automatisiert. Und meine Analysen, ich mache wohl Analysen. Meine Analysen sind mit Zahlen. Ich studiere die Märkte mit den Daten, die ich von den Märkten bekomme. Also die Charts analysiere ich wohl, aber nicht mit Linien, Zeichnungen und so weiter, sondern mit Computerprogrammen, wie zum Beispiel Multicharts oder auch MetaTrader. Ich nutze MetaTrader nicht und ich kann mal mehr darüber sagen. Wenn einer interessiert ist, kann er hier in den Kommentaren das schreiben. Was meine Meinung über MetaTrader ist und so weiter. Habe ich schon etwas in der Vergangenheit gesagt, aber ich kann das mehr in Tiefe auch nochmal sagen. Aber das sind meine Analysen. Und Beispiele von dieser Analyse, von dieser Art, gibt es. Gibt es einige in den Videos, die Sie hier im Kanal finden. Also ich habe wohl gezeigt, was ich eigentlich mache. Es ist nicht genau, was ich jeden Tag mache, aber es gibt Beispiele, die zu meinem Ansatz gehören. Ich analysiere die Zahlen, die ich vom Markt bekomme. Also Balken, Open, High, Low, Close, diese Sachen zusammengefasst und durch diese Zahlen kann ich schätzen, was die Märkte vielleicht machen werden. Vielleicht, weil es gibt keine bestimmte Regel, sodass wir sicher sein können, dass etwas passiert oder nicht. Ich hoffe, das ist klar für jeder. Also die klassische Chartanalyse kann ich nicht nutzen. Ich habe die studiert. Ich habe die auch in der Vergangenheit benutzt, aber ich habe zuletzt gesehen und gemerkt, dass es nicht aus der Chart kommt, was ich brauche, sondern von meiner Kenntnis. Und das ist auch gültig für jene, die uns gute Chartanalyse zeigen, die dann irgendwas auch mitbringen. Also die Chartanalyse selbst sind nicht, was man normalerweise denkt. Sie wissen schon, ich nutze keine Indikatoren, meistens keine Indikatoren in meine Strategien. Und das ist schon erstaunlich für mehrere. Und auch keine Chartanalyse. Ich glaube, die Industrie von Trading und die Industrie von all diese schönen Software, die Charts vorbereiten, die hat uns irgendwie gezeigt, dass wir ohne Chartanalyse nichts anfangen können, dass wir das brauchen, um zu handeln. Das ist leider nicht die Wahrheit. Es ist vielleicht ein kleines Teil von der Wahrheit, aber es ist nicht die Wahrheit.
Handeln ist etwas ganz anderes und in einigen Videos hier können Sie auch sehen, was funktioniert und was nicht. Aber bleiben Sie dran, nächste Woche zeige ich Ihnen ein Beispiel und ich hoffe, das wird interessant sein, weil es generell über technische Analyse geht und wir werden etwas sehen, was uns vielleicht einige große Fragezeichen mitbringt. Und nachdem vielleicht wird jemand denken, oh, vielleicht hat auch der Andrea Unger etwas anders zu sagen, was interessant sein kann. Das war dann meine Antwort zu dem Zuschauer, der in Zweifel war, weil ich keine Chartanalyse hatte. Und für alle, die denken, dass man ohne Chartanalyse nicht leben kann. Ich habe 4-mal die Weltmeisterschaft gewonnen, mit Echtgeld. Das ist nicht eine Kleinigkeit, also mit Echtgeld, das zeigt. Und mehr kann ich nicht prüfen, aber in jedem Fall, Chartanalysen funktionieren nicht so gut, wie man denkt. Wie schon gesagt, abonnieren Sie, sodass Sie das sofort wissen, wenn die neue Ausgabe kommt. Und wenn Sie auch neugierig sind, wie ich angefangen habe, wenn ich noch Chartanalyse durchgeführt hatte, können Sie mein E-Book Erfolgreich traden, so geht's, runterladen. Das sollte ich nicht bewerben, sonst werden andere böse, aber ich muss es trotzdem sagen. Also ich sage nicht, dass ich ein E-Book habe, gratis von der Webseite tradingweltmeister.de, die Sie da unten finden. So einfach ist es. Bleiben Sie dran, nächste Woche Chartanalyse. Ciao von Andrea Unger, bis nächste Woche. Ciao.